Die Nexus Smartphones sind tot. Lang lebe Google Pixel. Unter diesem Namen hat Google gleich zwei neue Smartphones vorgestellt. Und das war noch lange nicht alles. Denn neben den Pixel-Smartphones gab es einen neuen Chromecast, eine neue VR-Brille, einen WLAN-Router, den Lautsprecher-persönlicher Assistent-Smart Home-Steuergerät Google Home und vor allem die omnipotente künstliche Intelligenz Google Assistant. Aber der Reihe nach. Die Nexus-Serie heißt ab sofort Pixel. Das Google-Smartphone, das übrigens von HTC gefertigt wird, gibt es einmal in 5 Zoll und in einer XL-Version mit 5,5 Zoll. Neben der Größe unterscheiden sich die beiden Geräte nur in der Auflösung. Die liegt beim kleinen Modell bei Full HD und beim großen bei 2560x1440 Pixeln und bei der Akkukapazität. Das Pixel XL besitzt 3450 mAh, das normale Pixel muss mit 2770 mAh auskommen. Ansonsten ist die Hardware-Ausstattung identisch. Das bedeutet, ein Snapdragon 821 mit bis zu 2,15 GHz, 4 GB RAM, wahlweise 32 oder 128 GB interner Speicher und eine 12-Megapixel-Kamera mit Laser-Autofokus und F2.0-Blende. Auf die Kamera ist Google besonders stolz. Es soll die beste Smartphone-Kamera auf dem Markt sein. Die Kamera-App soll die schnellste Auslösezeit bieten. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und hat auf der Rückseite eine Glasabdeckung. Dort sitzt auch der Fingerabdrucksensor. Natürlich ist auf den Google-Geräten die allerneueste Android-Version 7.1 Nougat installiert und auch die neuen Anwendungen wie Google Allo und Google Assistant. Doch dazu kommen wir später noch. Die Pixel-Geräte gibt es in 3 Farben mit den bezeichnenden Namen Quite Black, Really Blue und Very Silver. An Anschlüssen gibt es einen USB-C-Port und, ja, das muss man in diesen Zeiten extra erwähnen, auch eine Kopfhörerbuchse. Da unterscheidet sich das Pixel also vom iPhone. Wo es sich nicht so wirklich unterscheidet, das sind die Preise. Die gehen nämlich los bei 759 Euro für das kleine Pixel mit 32 GB. Mit 128 GB kostet das Pixel 869 Euro. Für die XL-Version werden 899 bzw. 1009 Euro fällig. Also nichts mehr mit günstigen High-End-Geräten. Google verkauft jetzt teure Oberklasse-Smartphones. Passend zum Pixel stellte Google die VR-Brille Daydream View vor. Dort wird das Pixel oder ein anderes Daydream-kompatibles Smartphone eingelegt, übrigens kabellos und dient dann als VR-Display. Google hat vor allem auf den Tragekomfort Wert gelegt. Das VR-Headset besteht aus flexiblem Material und weicher Mikrofaser. Brillen sollen sich problemlos darunter tragen lassen. Dazu gibt es einen Controller, der einer Fernbedienung ähnelt, mit dem man in der virtuellen Realität Bewegungen ausführen kann. Kosten soll das Ganze 69 Euro. Auch der Smart-TV-Stick Chromecast bekommt ein Update. Der Chromecast Ultra unterstützt nun 4K-Streaming, HDR und Dolby Vision. Er soll Videos 1,8-mal schneller als andere Chromecast-Geräte laden. Außerdem gibt es jetzt ein Netzteil mit Ethernet-Port. Der neue Chromecast soll noch in diesem Jahr für 79 Euro auf den Markt kommen. Ein Lautsprecher, der auf Sprachbefehle reagiert, persönlicher Assistent ist und smarte Geräte steuert. Gleiche Idee also wie Amazons Echo. Google Home spielt Musik ab, beantwortet Fragen und sagt die Verkehrslage für unterschiedliche Verkehrsmittel an. Außerdem lassen sich smarte Geräte im Haus von Partnern wie Nest, Philips oder Samsung steuern. Auch der Chromecast lässt sich per Google Home ansprechen. Mit Google Home lässt sich das Licht einschalten, Fremdwörter übersetzen, den Wetterbericht ansagen oder Einkaufslisten schreiben und direkt auf dem Smartphone anzeigen. Nachteil: Google Home hört immer mit. Alle Anfragen werden auf Servern von Google beantwortet. Es gibt zwar eine Stummschaltung, aber irgendwie gruselig ist das Ganze trotzdem. Big Brother lässt grüßen. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, muss sich noch etwas gedulden. In Deutschland bietet Google seinen Assistenten noch nicht an. In den USA kostet er inklusive 6 Monaten YouTube Red Abo 129 Dollar. Auch WLAN-Router hat Google ab sofort im Programm. Google Wi-Fi soll jeden Winkel in der Wohnung abdecken und kommt auf Wunsch dazu gleich im Dreierpack. Die einzelnen Geräte erweitern dann das Netzwerk automatisch und wählen auch die korrekten Einstellungen und den idealen WLAN-Kanal selbstständig. Gesteuert wird das Ganze natürlich per App, in der man das WLAN auch mal ausschalten kann, um die Kinder an den Esstisch zu zwingen. Ob der Router auch in Deutschland auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt. In den USA kostet ein Gerät 129 Dollar. Im Dreierpack kostet Google Wi-Fi 299 Dollar.
Kommen wir zum Schluss noch zu Google Assistant. Die künstliche Intelligenz ist erstmals in den Pixel-Geräten und im Google Home integriert. Für andere Android-Geräte soll der Assistent aber wohl nicht erscheinen. Der entscheidende Unterschied zu Google Now und den persönlichen Assistenten Siri und Cortana besteht in der deutlich gesteigerten Fähigkeit zu abstrahieren und zu verstehen, was für ein Bedürfnis eine Person bei einer Anfrage tatsächlich hat. Die KI spielt nicht nur einfach Musik ab, liest Termine vor oder verschickt Nachrichten. Der Assistent erkennt wichtige Informationen in Nachrichten und zeigt Infos dazu an, etwa die Route zu einem Restaurant. Und er kann auch gleich einen Tisch dort reservieren. Der Nutzer kann dabei annähernd natürliche Dialoge mit dem Google Assistant führen. Dessen KI lernt ständig dazu. Je öfter man ihn benutzt und je mehr Daten man für ihn freigibt, desto nützlicher wird er. Natürlich um den Preis der persönlichen Privatsphäre. Denn die freigegebenen Daten landen natürlich auf den Google-Servern, um den Nutzer noch besser mit Werbung adressieren zu können.